Hallo und willkommen zurück hier bei eurer Woodman-Bande. Wieder mal eine Runde StarCraft 1 vs 1 gegen den Psycho. Mal wieder ein ZV-Terraner. Ihr wisst ja, wie ich dazu stehe. Königstrand.le. Wir gucken mal, was muss schönes daddeln. Eigentlich will ich bei Terraner früh Stress machen, aber hat der letzte Folge auch nicht geklappt. Vielleicht muss ich noch früher Stress machen. Vielleicht war das Baning Nest eine Sekunde zu spät. Oder auch zwei. Aber das werden wir ja gleich sehen. Auf jeden Fall ist es ein Dia-Terraner. Ich bin auch Dia 3 gerankt. Und wir gucken mal, was das Spiel so bringt. Aber diesmal gehe ich mit der Sonne scouten. Das ist es mir wert. Nicht, dass dann wieder so ein Rush kommt. So, ich habe natürlich jetzt den Overlord ein bisschen versemmelt. Der kommt jetzt später. Ich hoffe mal nicht zu spät, dass mein Larven-Supply voll läuft. Larven-Supply ist vollgelaufen. Schlecht. Naja, gucken wir mal, wie wir das noch handeln können. Riesenmap. Sind wir eigentlich mit unseren Link All-In oder Link Bailing All-In ziemlich schlecht dran. Weil wir weit, weit laufen müssen. Okay, normales Opening. Ein Gas. Ein Gas. So, Minerals geklaut. Oh, bin ich weggekommen. Hat es gerade im Auge etwas gejuckt. Nehmen wir als nächstes den Pool. Overlord muss dann scouten, ob er deckt auf jeden Fall. Der Overlord kann zur dritten fliegen. Wir drohen erstmal einfach weiter hoch. Drei Drohnen in das Gas. Ja, wie gesagt, zum Multiplayer kann ich nicht viel sagen, ob der mal wieder was macht, keine Ahnung. Er hat keine Zeit, er kann immer nicht. Spielt MechWarrior, anscheinend. Das sagt mir Steam zumindest. So, dann brauchen wir jetzt als nächstes wieder einen Overlord. Pool müsste gleich durch sein, haben wir genug Supply für die beiden Drones, wenn die Hatch durch ist, genau. So, dann können wir erstmal eine Queen, dann können wir die zweite Queen, dann können wir noch Speed andrücken. Genau jetzt. Und dann geht's weiter. Und wir drohen weiter hoch, einfach weiter hoch. Kommt, der Reaper kommt, okay. Queens könnten rechtzeitig da sein. Ich baue mal noch zwei Abwehrlinge. Aber es müsste theoretisch passen. Theoretisch. Da kommt die Queen. Da kommt die Linge. Und ich kriege ihn natürlich nicht. Ja, das ist nicht schlimm. Wir drohen einmal weiter hoch. Hat ja denn schon jetzt die Echse genommen? Ich nehme jetzt auf jeden Fall die dritte. Er hat noch nicht geäxt, das heißt, es könnte was kommen. Ich spiele mal Roaches. Da ist alles schick soweit. Bisschen injecten. Ja, ich bin echt raus aus dem Game, muss ich sagen. Lange nicht gespielt. Ich merke selber. Und dann trotzdem noch in Dia 3 gerankt. Na okay. Ich hätte mich da nicht reingerankt. So, brauchen mehr Overlords. Die kommen. Brauchen auf jeden Fall noch mehr Drones. Und mal noch eine Klingel wäre nicht schlecht. Da bauen wir noch mal eine Klingel. Nehmen wir Upgrades. So. Hat er jetzt denn schon die Echse? Okay, hat nicht gemacht. Ich weiß nicht, ob es Bio war. Nur Bio, ich habe auch noch einen Helen gesehen.
Dritte hat er auf jeden Fall noch nicht gehabt. So, du musst hier nochmal injecten. Wir nehmen mal Upgrades, Upgrades und Gain of Hydras. Ja, haben wir gerade so noch verteidigt bekommen, passt soweit. Brauchen auf jeden Fall Road Speed. Nein, nicht eingraben, Speed hätte ich gern. Und dann Hydra Upgrades. Lass mal hier vier stehen, hier vorne die stehen, dann passt das soweit. Overload spread mal noch ein bisschen. Er wird bestimmt auf Tanks gehen. Injects nicht vergessen, so einfach mal als Standard runterspielen. Wenn wir das überhaupt Standard runterspielen können. Wo wollt ihr denn hin? Ihr müsst nicht mit den Overlord gehen. Der Overlord ist selbstständig. So, da können wir gleich wieder Upgrades nehmen. Overlord dazu. Injects nicht vergessen. Hier können wir noch injecten. Hier können wir noch eine Queen dazu nehmen. Er meint hier immer... Doch, er meint schon. Ja, er meint, okay. Aber er hat noch keine dritte. Das heißt, ich muss die vierte nehmen. Ihr hier ran, du daran, ihr daran, du nicht. Hier einen Viking. Mehr Overlords, war ja klar. Wer denn die jetzt da reinbekomme? Okay, per Dropschiff. Kommt mal hier bitte her, danke. Drei da rein. Ist die Frage, kommt nur Bio? Okay, hier sind viel zu viele dran. Und er holt sich meine Overlords. Das ist nicht gut. So, wir müssen hochtecken. Wir gehen auf Ulis. Und verteidigen einfach so lang. Sichern uns sozusagen ein bisschen ab gegen diese fiesen bösen Drops. Creep Spread, total vernachlässigt. Nochmal ein paar Linge bauen. Zum Scouten. Overlords. So, hier ins Gas mit, auch mit ins Gas bitte und du auch mit ins Gas. So, da brauchen wir noch ein Upgrade-Gebäude. Deck mal auf 3 hoch. Hier können wir noch mal 2 Queens bauen. Hier wäre noch eine Queen nicht schlecht. Hier nehmen wir noch einen Spinecrawler oder 2. Okay, da kam schon irgendwas. So, da hinten kommt das nächste.
Crew hat dann trotzdem verloren. Alles schick. Da wieder ein paar rein. Bitte nach da, bitte nach dort. So, Mutation abgeschlossen. Das heißt, wir können gleich Ullis bauen. Ulli baut dazu. 3-3 mitnehmen. Mehr Drohnen, mehr Overlords. Sozusagen, wir drücken jetzt mal Armee. Creep spreaden. Ich will ja Linge. Wo sind die Linge? Habe ich noch Linge? Ich habe noch Linge. Müssen unbedingt scouten. Ich habe es jetzt eigentlich jeden Block, finde ich, gut abgewehrt. Nicht perfekt, aber gut. Injects natürlich wieder total vermehrt. Sorry. Oh, 3 Queens? Okay, dann kannst du Creeps werden. Er sichert sich ab. Und wir sichern uns auch ein bisschen ab. Nein, das geht nicht. Ich möchte das noch haben. Und weiter Creep Spread. So, Ullis mitnehmen. Panzerung für die Ullis und das Ulli Speed Upgrade. Aber ich habe nicht genug Gas. Weil hier arbeitet nicht jeder am Gas. Warum nicht? So, ist hier Gas besetzt. Okay. Möchte er jetzt kommen? Ich hoffe doch. So, da fliegt der hin. Da geht gleich mal Ling ran. Nehmen wir noch Ulibor, kann ich nicht dazu nehmen. Hab nicht genug Gas. Brauche viel, viel mehr Gas. Okay, komplett Bio. Ist das alles, was ich habe? Das wird nicht reichen. Ja, ne, ja klar. Was sind die denn für Upgrades, Alter, schon? Alter, Terraner ist einfach nur böse. Selbst die Ullis sterben einfach nur. Stimmt einfach nur alles. Ja, wieder mal gegen Terraner. Ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Ich habe jetzt mal keine schlechten Upgrades, aber es reicht halt wieder mal nicht gegen Terraner. Ja, GG hier und raus aus dem Missgame. Ach, StarCraft, ey. Ich weiß nicht. Was war der denn? Der war noch nicht gerankt, das war sonst immer so. Okay, der war schon mal Meister, das hat aber auch nichts zu sagen. Dia 2, naja, okay, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss.